Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Amnesia Rebirth. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Und ja. Come on, work, damn you! Ja, so wie es aussieht, ist unsere Laterne nicht mehr so fresh, wie sie vorher war in der letzten Folge. Und ja, wir wissen, dass Salim jetzt tot ist und wir unsere Reise alleine fortsetzen müssen. Oh. Und wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir noch schwanger sind. So, und wir gehen mal raus. Oh Mann. Nacke. I think that's her word for him. Jetzt hast du einen Vorzug. Okay. Errungenschaft Witwe. Yep. Ah ja, gut. Wir sind endlich wieder draußen. Das finde ich auch mal ganz schön hier immer wieder mal. God in heaven, Sally. Look where we are. What am I going to do? Einfach mitten in der Wüste. Just look at me. Halte X gedrückt, um nach deinem Baby zu sehen. I can't believe I forgot this. Okay, alles klar. Du kannst jederzeit gedrückt halten, um nach deinem Baby zu sehen. Like you said. Find the others. Okay, die Both of us. Die Frage ist nur, wie, also beziehungsweise, was bringt uns das, dass wir nach unserem Baby schauen? Können wir hier rauf irgendwie? Ne, sieht nicht so aus. Ich finde auch irgendwie, man springt irgendwie ein bisschen komisch. Aua. Okay, alles klar, wir sind von einem Meter runtergefallen. Naja, gut, das ist typisch Fractional Games, dass man innerhalb von einem Meter sich fast das Bein bricht, aber gut. So, gehen wir mal hier rauf. Okay. So, schauen wir mal. Ach, wir laufen hier einfach straight durch die Wüste. Nur Kram. Okay, laufen wir mal weiter. Wir können da runter und wir können geradeaus. Warte mal, ich will mal wissen, was hier unten ist. Ah, gut, Streichhölzer, okay. Ich weiß jetzt nicht genau, was wir mit den Streichhölzern machen. Also wir können die Streichhölzer anzünden, das weiß ich. Aber jetzt hat man eine Öllampe in der Nähe von Salims Körper gefunden. Hervorheben. Marker der Stoffwaffe, das Lieblingsspielzeug von Alice. Salims Ring. Aufgaben. Finde Salim. Ja, das ist jetzt leider nicht mehr der Fall. Salims letzte Notiz. Erinnerung. Moment, was? Alice? Ach so. Okay. There. That building. Oh Gott, we were so close. Drücke Steuerung, bevor du hinunterfällst, wird dein Fall gedämpft. Ah, okay. Im Aufgabenbereich deines Skizzenbuchs. Drücke J, siehst du deine aktuellen Ziele. Oder dein aktuelles Ziel. Aufgaben. Burg, ja, toll. Beste Aufgabe. So. Okay. Ja, wir müssen anscheinend zu dieser Castle oder was das da auch immer ist. Irgendein komisches Sandgebäude. Hier können wir auch rein, aber weiß jetzt nicht, ob. Oh, wir können ja überall lang später. It's not a friendly surprise. Count your lucky stars, old chap. You could have come down in the middle of nowhere. Don't worry, Jonathan. Supplies, water, a map. There'll be something. Even if there's no one home. Lycans would have gathered the supplies. Bitch you.
Okay. Abgeschlossen, natürlich. So, erstmal. Na, komm. Komm jetzt hier nicht durch, oder was? Ich komme. Noch eins. So, weg mit dem Müll jetzt. Uiuiui, hier ist ja richtig viel. Okay, wer ist sie denn? ED 0. Irgendwelche Zahlen, okay. Achso. Aha. Also das Ding ist, wir werden jetzt hier wahrscheinlich weiterkommen, aber ich möchte vorher mich nochmal ein bisschen umschauen. Denn hier gibt es nämlich noch einiges. Oh, Skorpion. Dort erzählt der Hakim die Geschichte des einheimischen Stamms der Kelhanan. Sie waren Tuareg, die den Islam verweigerten. Denn ihre eigene Vorfahrin Tin-Hinan, Bringerin von Heilung und Fruchtbarkeit, war durch den Sand gegangen. Und wie konnte sie leugnen, was sie mit eigenen Augen gesehen hatten? Es wurde gekämpft, wie auch sonst immer in solchen Angelegenheiten, aber die Kelhanan waren wohlhabend und schlossen Frieden durch den Handel mit Salz und Fleisch. Interesting. Okay, hier ist eine Zeug. Ja, sonst nichts Interessantes wirklich. Hier kommen wir auch nicht weiter. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz in die Höhle, die ich da vorhin gesehen habe, weil da könnte auch noch was drin sein. Was ist denn das? I'm from Sudan, Mr. Sterling. This is Algeria. It might be Tin-Hinan, the mother of the Tuareg? It's a strange style, though. Okay. Eine Statue. Also wir können ja auch Sachen anzünden. Was ist denn das für ein Ding? Hallo, willst du es haben? Hier. Okay, na gut. Dann würde ich sagen, geh mal weiter, weil sonst habe ich großartiges nichts mehr gesehen. Was ist denn das da hier noch? Ah, ne, das ist davon, wo wir gekommen sind. Okay. Na gut, dann, ja, steppen wir weiter. Und ja, ich habe ein bisschen Schnupfen, wie man vielleicht hören kann. Superi, okay. Ah, Moment mal. Das hier ist doch der... Boah, Alter, wie sie schreit. Ah. Aha, okay, alles klar. Gut, dann können wir ja auch so zurück. Nicht mehr weit. Ist. Da war schon wieder was. Was ist das? What in God's name? Ich will's gern. I've seen that thing before. I'm sure I have. Okay, haben wir das? I wish I could remember. Alles klar. Ab
abgeschlossen, natürlich. Okay. Na gut. Dann gehen wir weiter. Sehr eigenartig. Malik, Leon, let's take a look ahead. Rest of you, hold tight here. Won't be long. Tazi, what's the sign say? My French is piss poor. just that they were a long way from home. Welcome to the end of the world. Ja, das glaube ich auch. Ja, geil, sehr schönes Gesicht. Okay, gucken wir mal weiter. An sich, der Style ist schon nice, ne? Muss ich echt sagen. Gefällt mir. Okay. Ich vermute mal, wir kommen hier nicht einfach so rein. Safe müssen wir wieder irgendein Zeug machen. Oh doch, wir kommen einfach so rein. Na gut. Dann halt so. Precious jewel. And look at you. Okay. Wo kommen wir jetzt hin? Okay. We were here. I remember being scared. Why? Weswegen? Ja, das weiß ich selber leider auch nicht. Oh Gott, ist das hier riesig. Crikey. Look at the size of this place. Life has got uppity. Vive la bloody revolution, eh? Over here. I think this is a water pump. Wasser. Da sind wir. I'm just not thirsty. I should be, I know, but I don't think I can stomach it. Warum willst du nicht trinken, Alter? Du bist in der Wüste. Wir sind schon ein bisschen lang unterwegs, ohne was zu trinken, ne? Also. Moment mal, wir können ja. A sister for Alice. Oh, a brother, maybe. But only if I can get home. Genau. Das können wir ja noch. Auf unser Baby schon. Schon wieder ein Flashback. Let's take a look in that building on the left there. Malik, you and me up front? Wir können in die Häuser, okay. Mama's here, so don't you cry. Shh. Shh, little one. I'm here. I'll always be here. Okay, wo sind wir jetzt? Hello? Hello? This is Dr. Mint here. Can anyone hear? Don't stop talking, Doctor. Got to get to that radio. Ach, Kacke. Okay, neue Notiz. Just keep talking, Doctor. Keep talking. I'll find a way. Alter.
Uiuiuiuiuiui. Alter. Oh mein Gott, komm schon. Was liegt denn hier? Dr. N. Metzger, Arztpapiere Schweiz, braucht ein Visum, reist von Basel. Stanley Senior bestand auf einen Expeditionsarzt, weil seine Leute den Einheimischen nicht vertrauen. Habe ihm gesagt, dass wir eine Woche in KS verbringen werden, nicht 3 Monate im Dschungel, aber davon wollte er nichts wissen. Also hat er diesen Typen mitgeschickt, weiß nicht viel über ihn, aber sie zahlen ihm bestimmt eine ganze Menge. Wenn er dafür seine Praxis in der Schweiz zurücklässt, er scheint sein Fach zu verstehen. Ob er mit Afrika zurechtkommt, das werden wir noch sehen. Oh, the doc? Yeah, he seems okay. Between you and me, I think he's a drinker. Maybe they sent him out here to dry out. Was ist denn das hier? Aufzug? Okay. Ja. Okay, hier haben wir noch was. Staub und Wüste, schlaffe Fahnen, nicht träumen von dir. Ruf deinen Namen, eine Blume blüht, sie verliert ihren Schimmer, die Sanduhr läuft aus. Ich rufe noch immer 10 Jahre vorbei, die Zeit ist verronnen. Ich reise heim, mein Kampf ist gewonnen, niemand wartet schon lange nimmer. Ich finde nur Echos und ihre Zimmer. Mal hier kurz ins Licht. Ja. So, Leute, ich würde sagen, das war's dann mal wieder von Amnesia Rebirth. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte eine positive Bewertung da. Und ja, dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sage ich, ciao.